Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Conan Exiles auf den Savage Wilds. Und ja, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Ausbau bzw. ja, Aufbau unserer ersten Ausgangsbasis. Und ich habe zwischen den Folgen schon mal eine ganze Weile überlegt, was wir mit diesem freien Platz hier noch anfangen. An einer Stelle habe ich ja so ein bisschen überlegt gehabt, so einen kleinen, naja, sagen wir mal, freien Bereich, ähnlich wie ein Eiscafé oder so zu bauen, ne, mit ein paar Sitzgelegenheiten, wo man halt ein paar Speisen zu sich nehmen kann, ein bisschen chillen kann. Was uns allerdings noch fehlt, und da habe ich zum Anfang gar nicht dran gedacht, wir haben jetzt zwar alle Werkstationen, aber wir brauchen natürlich auch noch irgendwas für eine Lebensmittelherstellung, ne? Also sprich eine Küche. Und da wir hier einen relativ hohen Raum haben, wo jetzt eigentlich an Werkbänken auch nichts weiter großartig reinkommt, war jetzt meine Überlegung, hier unten einfach quasi Tavernenbereich reinzubauen. Also hier theoretisch später dann unseren Tavernentresen, wo wir dann auch Leute anwerben können. Das bauen wir hier unten rein. Und jetzt bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, beziehungsweise ein bisschen zwiegespalten, ob wir dann sagen, wir bauen hier dann auch gleichzeitig eine kleine Küche rein. Oder ob wir sagen, wir bauen ein extra Gebäude dafür nochmal. Ne? Wenn ich jetzt aber hier so sehe, die Taverne oder der Tavernentresen ist ja auch relativ groß. Ich glaube, da hätten wir gar nicht genügend Platz dafür. Ne? Wenn wir dann hier auch noch ein paar Tische reinstellen, ein paar Stühle und da ein paar Leute dran setzen. Oder beziehungsweise die ja dann automatisch kommen, sobald wir dann entsprechend den Barkeeper haben. Dann macht das, glaube ich, schon mehr Sinn, wenn wir dafür nochmal ein extra Gebäude bauen. Es muss nicht unbedingt groß sein, ne? Ich glaube, da würde hier vorne so ein bisschen die Eingangsfläche sogar schon reichen. Dann können wir hier sogar ein bisschen sparen von der Fläche her. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt hier ja im Prinzip diese abgeschrägte Fläche haben. Ne? Dadurch wird es ein bisschen schwieriger, jetzt nochmal ein gerades Gebäude zu bauen. Aber ich denke mal, rein von der Größe her sollte das ja auch reichen. Und dann gucken wir nämlich erstmal, dann bauen wir hier einfach nochmal eine ganz kleine Küche hin. Müssen wir überlegen, wie wir das am besten machen. Wir brauchen wahrscheinlich eine Zweierhöhe. Ne? Das Gebäude braucht zwei Etagen, würde ich fast schon sagen. Dann müssen wir erstmal gucken, wie groß das Ganze werden muss. So, dann machen wir hier erstmal einen Eingangsbereich rein. Hier können wir ja ruhig zur Not noch ein Fenster dran setzen. Nicht bloß müssen wir überlegen, ob wir ein großes Fenster bauen oder ein kleines Fenster. Großes Fenster würde relativ viel Fläche wegnehmen, glaube ich. Ne? Dann bauen wir hier erstmal nur ein kleines Fenster hin. So, nach hier hin theoretisch auch. Hinten können wir auch noch zwei dran setzen. Ja, Salo, tauschen wir es nochmal aus. Ne? So, müssen wir überlegen. Hier kommt dann theoretisch eine Treppe hin. Das heißt, hier können wir uns rein theoretisch dann so mal ein Fenster sparen. Bauen wir es nämlich erstmal nur zu. Dann haben wir hier so einen kleinen Gassenbereich, quasi über dem wir dann reinkommen. Ne? Das ist dann sozusagen unser Eingangsbereich nachher für das ganze Areal hier. Ja. Bauen wir hier erstmal fleißig zu. Wir könnten natürlich... Ja, wobei, dann kriegen wir Probleme mit der Treppe. Ne? Ich war jetzt ganz kurz am Überlegen, ob wir jetzt hier eine Tür lassen. Wobei, die können wir ja trotzdem setzen. Fällt mir gerade auf, ne? Können wir ja zur Not hier noch reinsetzen. Was wir sagen, wir bauen hier so ein bisschen Zäune lang, ne? Und machen hier einen kleinen Bereich mit ein paar Stühlen, ein paar Bänken. Ähnlich so wie ein kleines Oktoberfest oder so ein Biergarten, ne? Den können wir dann hier hinsetzen. Und dann haben wir gleich einen Verwendungszweck dafür. So, und dann müssen wir mal gucken. So, dann planen wir erstmal die Treppen. Müssen wir jetzt auch direkt schon mal gucken. So, dann bauen wir das mal einheitlich. Und dann sagen wir nämlich, wir bauen hier die Treppe dran. So, dann können wir auch gleich in die nächste Etage hoch. Ne? Jetzt wieder ein bisschen ärgerlich, dass es wieder ein bisschen höher wird. Aber wie gesagt, wenn wir später dann in Argosanisch umbauen, fehlen uns halt leider die Bauteile. Ne? Da gibt es halt leider keine Halbwände. Dass wir sagen könnten, wir bauen eine anderthalb Deckenhöhe, wie wir es bei anderen halt auch schon gemacht haben. Das ist ein bisschen das, was schade ist. Dadurch wird das Gebäude halt leider Gottes wieder ein klein bisschen größer.
So. Dann haben wir das schon mal. Meine andererseits könnte man natürlich auch überlegen, ob wir es so groß überhaupt brauchen, ne? Weil, wie gesagt, das soll ja eigentlich in erster Linie nur eine Küche werden. Könnte man jetzt überlegen. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Breite. Oder Länge, je nachdem. 4 mal 3 haben wir jetzt Grundfläche, ne? Gucken wir doch einfach mal groß oder kurz, wie breit das hier ist. Das wäre 5. 5 und 3. Das ist also eigentlich nur 1 breiter, ne? Innenfläche 5 mal 3. Und oben drüber ist ja unser Privatdomizil. Ne? Das ist unser Schlafplatz drüber. Ah, könnte man theoretisch auch überlegen. Man sagt, wir planen generell gleich hier die Dings, die Küche, ne? Beziehungsweise die Taverne. Weil erstmal haben wir dann den Lärm von der Taverne nicht in unserem Schlafbereich. Ich meine, hier wäre es auch einigermaßen groß genug, ne? Müssen wir halt bloß gucken, wie wir das mit der Küche regeln. Hier könnten wir dann natürlich noch eine zweite Etage draufsetzen. Ne? Dann hätten wir eine doppelte Fläche an Tischen und Stühlen. Ich glaube, dann machen wir hier generell die Taverne draus. Das ist, glaube ich, ein bisschen praktischer. So, dann gucken wir gleich mal, wie wir jetzt hier die Decke gesetzt haben. Reben von der Wand weg. Also so. Okay. Bauen wir so ruhig einheitlich mal weiter. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Die Treppe nimmt natürlich jetzt ein klein bisschen was an Fläche weg. Ne? Das heißt, da können wir jetzt sowieso nicht großartig weiterbauen. Ja. So in etwa. Dann haben wir oben nämlich auch nochmal eine relativ große Fläche, wo wir auch nochmal Tische und Stühle reinsetzen können. Dann passt das gleich wieder. Hier muss es ja dann auch nicht mehr ganz so hoch werden. So. Bin ich hier am Überlegen? Ich glaube, hier können wir tatsächlich ein paar größere Fenster reinbauen. Ne? Ja. Ich würde mal rein theoretisch sogar überlegen, ob wir hier noch einen Balkon drauf bauen. Wäre vielleicht auch nicht so schlicht. Mal erstmal Doppelfenster oben hin. Ja, auch nochmal. Ja. Mal die Zäune erstmal reinsetzen. Ja, damit es erstmal zu ist. Ja, dann haben wir das schon mal einheitlich. Ja, hier brauchen wir nämlich dann keine doppelte Deckenhöhe, glaube ich. Jetzt mal gleich mal gucken, wenn wir jetzt das Dach draufsetzen, wie hoch wir dann ungefähr kommen. Das wird sich halt alles noch mal ein bisschen ändern, wenn wir dann Argosar nicht weiterbauen. Möchte ich eigentlich auch wieder einen geschwungenen Dachbereich haben, also sprich mit diesen Bögen drinne. Und damit wir den vernünftig bauen können, werden wir wahrscheinlich eh eine doppelte Deckenhöhe machen müssen. Wird das Gebäude hier leider natürlich etwas größer, ne? Kommen wir da nicht drum herum. Aber für den Moment würde ich fast sagen, wir bauen jetzt erstmal nur eine Deckenhöhe. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen. So, gucken wir gleich mal. Hier wieder ein Schrägdach drauf bauen. Ja. So, andere Seite natürlich auch direkt wieder. So, dann hier oben dicht machen. Kleine Spitze drauf und dann können wir es schließen. Richtig. So, dann können wir hier wieder erstmal zumachen. Können wir hier jetzt natürlich auch erstmal wieder mit offenen Dächern bauen. Ne? Solange wie wir die Strohkonstruktion hier oben haben, ist ja das okay. Müssen wir jetzt bloß gucken, dass wir genügend Baustoffe dafür haben. Ja. Das machen wir wieder normal mit Sandstein. Kommt jetzt das hier drauf. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob wir genügend Pflanzenfasern dabei haben. Echt aber. So, dann haben wir hier oben nämlich nochmal einen Thekenbereich, wo wir auch nochmal sitzen können.
Das passt, denke ich, ganz gut. Wenn wir dann unten hier so ein bisschen die Küche mit einrichten. Müssen mal gucken. Hier könnten wir theoretisch sogar schon den Herd reinstellen, ne? Ich hatte das, glaube ich, bei unserer letzten Season hatten wir, glaube ich, auch so ähnlich die Küche konstruiert, ne? Da hatten wir den Herd dann hier in diesen kleinen Raum reingestellt. So, hier können wir ja theoretisch die Wand hier nehmen. So, dann sieht sie da passend aus, ne? Den Innenbereich. So, da kann hier nämlich dann später der Herd hin, ne? Hier muss ja nicht viel drin sein. Dann ist das auch ein bisschen weggetarnt. Hier können wir dann irgendwo so ein bisschen die große Theke hinstellen. Und oben können wir nochmal eine kleine Bar hinstellen. Die bauen wir dann aus eigenen kleinen Thekenbausteinen. Hier dann so wieder eine kleine Tribüne, ne, mit ein paar Musikern. Und dann passt das gleich wieder. Können wir theoretisch gleich schon mal gucken. Lass mal gucken, bei Werkstätten und bei Kochen. Oh, da können wir zumindest ein großes Ding hier schon mal reinstellen. Ne? Oh, ihr seht halt schon, es wird vom Platz her wird das schon ein bisschen kritisch, ne? Vom Platz her wird das schon ein bisschen kompliziert. Wird schon ein bisschen problematisch, wo wir das wirklich hinstellen. Ist die Grundfläche ein bisschen klein irgendwie, ne? Und man könnte natürlich auch überlegen, dass man es hier draußen hinstellt. Aber dann haben wir hier auch wieder weniger Platz für die Sitzflächen. Ne? Ist jetzt hierfür ein bisschen blöd. Ich meine, rein theoretisch können wir die Kochstelle auch bei uns unten reinstellen. Ne? Das ist hier dann ja so ein bisschen optischer Natur. Können wir das, glaube ich, bei uns unten rein. Können wir später alles nochmal umplanen. Wie gesagt, im Moment haben wir hier unten sowieso jede Menge Platz drin. Macht das, glaube ich, im Moment nicht so viel Unterschied. Ah, komm, dann stellen wir das Ding hier hin und gut ist. Ah, dann muss ich erstmal mal das kleine Lagerfeuer nämlich beim Baum erstmal löschen. Das braucht man nämlich dann nicht mehr. Könnte man zur Not erstmal zurück in die Tasche stecken. Ne? Was wir sagen, wir nehmen es unterwegs nochmal mit. Ah, klettern wir hier schnell mal hoch. Und dann schnappen wir uns hier oben erstmal die ganzen Sachen, die wir für unterwegs mitgenommen haben. Ja. Faserbett brauchen wir eigentlich gar nicht. Das können wir zerlegen. Das können wir zur Not wieder zurück ins Inventar packen. Haben wir dann für unterwegs mal mit, ne? Sollten wir Fleisch haben und wir uns sollten irgendwann mal die Lebensmittel ausgehen, dann können wir die zur Not schnell da wieder reinpacken. Oh, dann haben wir das schon mal. So, dann packen wir mal die Pflanzenfasern hier erstmal. Oh, die haben sich gelöscht, sehe ich gerade. Nee, doch nicht. Packen wir die erstmal rein. Oh. Können wir das erstmal gleich anschmeißen, haben wir gleich wieder ein bisschen Lebensmittel zusätzlich. Einwandfrei. So. Verdorbene Fleisch wird eh ablaufen, aber das können wir ja zur Not erstmal zwischenlagern. So, die alten Werkzeuge brauchen wir nicht mehr. Ich habe mal nochmal eine zweite Axt gecraftet. Macht mich nicht warum. Ich wollte mal ein bisschen was austesten hier mit den Haltbarkeiten. Das hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon angesprochen. Ne? Ich hatte in den Einstellungen nochmal ein bisschen geguckt, wie das skaliert, wenn ich jetzt hier die Haltbarkeitsschäden von der Ausrüstung einstelle. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, egal in welche Richtung ich den Schieberegler verändert habe, das hat bei den Werkzeugen jetzt keinen Unterschied irgendwie gemacht. Das war ein bisschen komisch. So, dann haben wir das Wichtigste erstmal. Wir können ja mal gucken, wie weit wir jetzt aktuell im Level sind. Fast Level 12. Wissenspunkte haben wir eh im Moment plus 3. Müssten wir jetzt mal gucken. Die Tavernengebäude bräuchte man Stufe 20. Na gut, das dauert eh noch eine Weile, ne? Mal nochmal durchgucken, was wir sonst noch haben. Bett macht natürlich Sinn. Ne? Wir brauchen erstmal ein Bett, damit wir uns erstmal niederlassen können. So, die Fackel können wir zum auch schon mal craften. Brauchen wir dann Stufe 15. So, dann haben wir noch einen einzigen Punkt über.
lohnt sich eigentlich so gut wie gar nichts im Moment, ne? Anbau brauchen wir im Moment erstmal noch nicht. Aber ich glaube, für einen Punkt können wir uns auch nichts mehr großartig leisten, ne? Nur mal gucken. Das ist alles von der Northland Timber Mod. Die brauchen wir im Moment erstmal nicht. Weil wir nicht im Norden unterwegs sind. Ja, und für den Rest müssen wir jetzt eh erstmal sparen. Da müssen wir erstmal Stufe 20 werden. Das heißt, jetzt wahrscheinlich die nächsten Folgen werden wir dann erstmal ein bisschen erkunden gehen, ein bisschen jagen gehen, damit wir an Leder und sowas rankommen. Und vielleicht ganz vorsichtig uns auch schon mal rantasten an die ersten Begleiter hier, ne? Dass wir sagen, wir gehen das erste Lager dann schon mal an. Oh, hier haben wir, glaube ich, auch noch Punkte. Genau, dann nehmen wir uns schon mal die passive Heilung schon mal mit. Oh, dann sparen wir nämlich gleich ein bisschen Lebenspunkte. So, und dann müssen wir mal überlegen. Was haben wir denn hier? Stärke bestimmt den Schaden, den du mit stärkebasierten Waffen verursachst. Die Frage ist, brauchen wir später Stärkewaffen? Oder gehen wir eher auf Ausdauer, also sprich Beweglichkeitswaffen? Verursacht mit Angriffen von hinten 15% mehr Schaden. Heile- und Wurfwaffen sind doppelt so schnell. Wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Autorität. Ich meine, mit Autorität wäre es für uns erstmal ein bisschen einfacher, die ersten Begleiter zu knechten, glaube ich, ne? Potenz. Maximale Gewicht. Gut, das können wir eigentlich komplett überspringen. Das wäre vielleicht nochmal interessant hier, ne? Werkzeuge verlieren ihre Haltbarkeit halb so schnell. Aber dann geben wir hier nochmal ein paar Punkte. Damit wir wenigstens den ersten Punkt haben. Und der Rest ist jetzt erstmal einigermaßen vernachlässigbar, würde ich fast sagen. So, was haben wir hier noch? Hier kriegen wir nochmal Rüstung dazu. Defensivhaltung, erlittener Schaden wurde 15% reduziert, während du angreifst oder blockst. Dann gehen wir erstmal nochmal auf Autorität. Wie gesagt, wir brauchen erstmal Arbeitskräfte. Da kommen wir jetzt sowieso erstmal nicht drum herum. Wir können ja schon mal gucken, ob wir Sachen haben, die wir schon mal ablegen können. Ne? Hier die Samen zum Beispiel, die können wir schon mal in eine Kiste packen. Ich habe uns jetzt schon mal pro forma mal ein paar Truhen positioniert, damit wir die ablegen können. Oder damit wir auch mal Sachen ablegen können, so rum. Ne? Damit wir manche Sachen jetzt nicht die ganze Zeit mit uns rumschleppen müssen. Das ist, glaube ich, ein bisschen uncool. Ein paar Sachen können wir auch weiterverarbeiten, theoretisch schon. Ja, Gelblotus und so. Ah, seht ihr, wir brauchen auch noch einen Bereich für unsere Alchemie, ne? Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Alchemistenhütte brauchen wir dann auch noch. Wo ich das hier nämlich gerade sehe, ne? Die ganzen Pflanzen, die wir jetzt hier noch haben. So, 4 Heiltränke haben wir im Moment. Und jede Menge Aloe Vera haben wir noch. Jetzt natürlich die Frage, wie schnell kommen wir wieder an Aloe Vera Pflanzen ran, ne? Ich meine, im Moment brauchen wir die eh noch. Ich glaube, da craften wir uns mal schnell noch mal ein paar Tränke. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier. Machen wir mal noch mal 10 Stück. Ich habe mal die Ressourcenkosten noch mal ein klein bisschen gesenkt. Ne? Wir hatten ja gesehen, 30 Eisenbarren für eine Axt, das erschien mir ein bisschen dolle übertrieben. Habe ich jetzt mal ein bisschen runterreguliert. Die Kosten für verschiedene Dinge, fürs Craften. Nicht zuletzt dann auch die Baukosten, ne, für die Gebäudeteile, damit wir auch da ein bisschen schneller vorwärts kommen. Oh, dann können wir nämlich ein bisschen was von dem Aloe Vera erstmal einpacken. Die Säpplinge können wir auch erstmal reinpacken. Und dann können wir schon mal ein paar Sachen schon mal weiterverarbeiten, ne? Auch direkt schon mal. So, gucken wir gleich mal in die Schmiede. So, hier hatten wir Eisen drin. So, können wir den Barren auch gleich wieder herstellen.
So, hier können wir theoretisch schon mal die ersten Ziegel brennen. Deine haben wir nämlich momentan noch genügend. Ja, und das schon mal vor sich hin brutzeln hier, ne? So, hier hatten wir jetzt die Eisensachen drin. Ja, können wir erstmal ablegen. Müssen ja nicht allzu viel mit uns rumschleppen hier, ne? Und den Rest können wir... Achso, seht ihr die Samen hier. Die Samen können wir eigentlich auch erst nochmal bei uns im Hauptlager ablegen. Und jetzt alle Sachen, die brauchen wir nicht mal mit uns rumschleppen die ganze Zeit. Pack mal die hier in die Pflanzenkiste mit rein. Oh, den Rest können wir erstmal verarbeiten. Gucken wir erstmal beim Gerber. Ja. Können wir zum Beispiel die ganzen Lianen schon mal reinpacken hier, die wir hatten. Ja. Und stellen wir aus den Lianen erstmal Zwirn her. Ja. Haben wir erstmal ein bisschen Zwirn. Ja. Gucken wir mal, was wir noch so haben, was wir ablegen könnten. Rüstungsmacher. Nee, beim Schreiner könnten wir theoretisch noch das Baumharz schon mal ablegen. Packen wir erstmal hier in die Kiste rein. Ja, und schon haben wir wieder. Schon haben wir wieder einiges raus aus der Tasche hier, ne? Wunderbar. So, und dann müssen wir mal überlegen. Erste Lager wäre in der Nähe. Rüstungsmacher müssen wir jetzt auch mal gucken. Klein bisschen Leder hatten wir zwar schon, aber es hat bei weitem noch nicht gereicht. Ne? Fünfmal Leder, das hat noch nichts. So, mal gucken. Rüstungen können wir momentan auch alles großartig noch nicht so wirklich herstellen. Bin so ein bisschen am Überlegen, auf was wir als erstes gehen. Und hier brauchen wir alle schon relativ hochwertige Materialien. Ich meine, gut, wenn man genügend Leder zusammenkriegen, können wir den Rest auch craften zur Not. Hm? Wird halt erstmal wichtig, dass wir überhaupt erstmal ein bisschen was an Rüstung kriegen. Mal durchgucken, ob hier irgendwas gut passen würde. Ah, ich denke mal irgendeine Kombination aus aus was Römisch oder Griechischen werden wir wahrscheinlich für den Anfang mal nehmen. Hatte für den Anfang meistens aber die königliche Brustplatte, weil die mittlere Rüstung hat, ne, und halt auch Tragekapazität und so eine Sache nochmal plus, aber dadurch, dass wir ja uns das ein bisschen erhöht haben, würde das, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn machen. Können wir, glaube ich, schon ein bisschen sparen. So, ja, aktuell haben wir jetzt noch gar keine Rüstung. Bin ein klein bisschen am Überlegen, ob wir erstmal versuchen, im Außenposten, der hier in der Nähe ist, ein paar NPCs zu töten. Vielleicht haben wir da Glück und kriegen schon irgendwie eine Rüstung als Beute, ne? Müssten wir auch mal eine Sache machen. Wir müssten uns mal einen Bogen craften. Sollten wir eventuell schon mal direkt machen. Haben wir ein paar Pfeile, haben wir ja. Ne? Dann können wir uns eine erhöhte Position suchen. Zur Not schon mal irgendeinen Bogen herstellen. Äste und Zwirn bräuchten wir da zweimal. Okay. Na ja, gut, ich meine, Äste haben wir mehr als genügend. Ne? Brauchen wir bloß noch zweimal Zwirn. Ne? Oh. Jede Menge Zwirn sogar. Na gut, dann. So, Yamatai-Bogen oder Ardalas-Bogen. Ich glaube, vom Schaden nimmt sie es eh nichts. Nehmen wir jetzt einfach mal den Adalas-Bogen her und gut ist. Hm. So, dann haben wir den auf der 8. Rüsten wir die Pfeile schon mal aus. Ja, dann haben wir zur Not die Pfeile auch schon mal parat. So, und dann würde ich sagen, wir gehen in die Folgenpause. Auch wenn wir jetzt die Folge wahrscheinlich nicht ganz so viel geschafft haben. Wie gesagt, das kleine Tavernengebäude haben wir schon mal fertig. Und ja, klein bisschen Vorbereitung für den ersten Ausflug hier im naheliegenden Dschungel. Nächste Folge werden wir dann ein klein bisschen jagen. Ne? Wir brauchen ein bisschen Leder auf jeden Fall. Und wir können uns mal vorsichtig rantasten an den ersten Außenposten der Dschungelbewohner, der hier direkt in der Nähe ist.
Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.